Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Ja, wir sind hier am 9. Tag des Sommers. Die Zeit vergeht auch schon. Schatzi, was sagst du denn zu in letzter Zeit? Bist du nämlich sehr, sehr hungrig. Ja, sowas aber auch. Und ich muss dazu sagen, meine Freunde, ich muss mich für die dieses Projekt jetzt verfolgen, natürlich an erster Stelle mal entschuldigen. Guten Morgen, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Freut mich immer wieder, wenn ihr da seid und mich so tatkräftig unterstützt. Ich muss mich natürlich auch jetzt mal in erster Linie auch entschuldigen, dass in letzter Zeit durchaus, sagen wir mal, ein bisschen mehr Story of Seasons kommt, aber nur minimal, und The Last of Us vielleicht ganz minimales kleines bisschen vernachlässigt wird. Und für die Leute, die es schon vergessen haben, ja, es existiert zum Beispiel auch noch etwas, das nennt sich Final Fantasy VI. Es existiert auch noch. Ich muss mich da wirklich entschuldigen, dass das schon so lange nicht mehr kam. Das liegt einfach daran, es tut mir leid, aber ich habe in letzter Zeit einfach keinen Bock auf die Spiele. Also wirklich gar keinen. Und bevor ich dann die Spiele weiterspiele und hörbar auch wirklich keinen Bock auf die Spiele habe, spiele ich Story of Seasons, auf das ich Bock habe. Ich denke mal, so kommen wir da auf jeden Fall auf einen grüneren Zweig. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid, aber ich denke mal, so kann man das am besten lösen. Es wird auf jeden Fall weitergehen, das auf jeden Fall. Aber ich will mich beim besten Willen nicht dazu zwingen, weil, vor allem nicht bei Final Fantasy VI, weil das so ein grandioses Spiel ist. Und ich will mich auch nicht bei Last of Us dazu zwingen, denn das Spiel ist blind, und wenn ich mich dann dazu zwinge, ein Spiel zu spielen, das blind ist, dann habe ich im Hinterkopf schon die ganze Zeit den Gedanken, oh, muss ich das Spiel spielen? Hab keinen Bock darauf. Ist ein Scheißspiel. Das denkt man dann automatisch. Und das hat das Spiel nicht verdient. Das hat das Spiel nicht verdient. Deswegen spielen wir weiterhin schön ein paar kleine Runden. Story of Seasons. Friends of Mineral Town. Und das macht mir in letzter Zeit tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Was auch einfach daran liegt, ich bin insgesamt, weiß man ja von mir, ein riesiger, ja, ich fasse es jetzt einfach zusammen, es tut mir leid, ich bin insgesamt einfach ein riesiger Harvest Moon Fan. Das weiß man ja von mir. So, bitteschön, ihr habt alle euren Honig verdient. So, bitteschön. So. Okay. Ich glaube übrigens, es ist ein Fehler, dass ich mich jetzt hier hingesetzt habe und Story of Seasons spiele. Habe ich den schon beauftragt? Das kann sein, dass ich ihn schon beauftragt habe. Es ist eventuell ein kleiner Fehler, dass ich jetzt mich hier hingesetzt habe und Story of Seasons spiele, ohne mir einen Kaffee zu machen. Es ist eventuell ein riesiger Fehler, denn ich komme gerade frisch aus der Badewanne und ich bin fetzen hin. Oh, ich krieg wieder ein weißes Kraut. Sehr schön. Ist schon wieder soweit. Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich fetzen hin. Dementsprechend hätte ich mir einen Kaffee eigentlich gar nicht mal so schlecht getan. Sagt man das so? Es hätte mir nicht schlecht getan. Ich weiß nicht, ob man dazu sagt. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Energie, weil sonst haben wir morgen zum Beispiel wieder gar keine. Und das ist schlecht. Was ich aber auch noch nachschauen wollte, ist bei Van. Wann kommt er jetzt wieder? Das wollte ich noch nachschauen. Das habe ich vergessen. Schauen wir mal. Ja, zum Glück muss ich es ja noch ein bisschen aufladen hier. Meine Energie.
So. Okay, gibt's das vielleicht auch auf Deutsch? Also ich habe das jetzt hier vor mir liegen. Ihr wisst mal, mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt das Beste. So. Bla 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 bla. Ihr werdet ihn jeden Mittwoch finden. Oh, okay. Jeden Mittwoch. Und am 15. der Jahreszeit ist er auf dem Festplatz. Okay, mittwochs also. Jetzt ist Donnerstag. Das ist so ein Goodie. Wir wollen aber mal ganz kurz versuchen. Das habe ich nämlich noch nicht gegoogelt. Da muss doch ein Fisch drin sein. Es beißt die ganze Zeit einer an. Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit beißt da ein Fisch an. Aber ich krieg ihn nicht raus. Das müssen wir doch jetzt mal ändern. Was gibt's denn? Ich krieg ihn nicht. Was ist da drin? Ein Königsfisch. Ist da ein Orca-Wal drin? Ist da mein geliebter Orca-Wal? Kann man ihn dort angeln? Wohlgemerkt in so einer kleinen heißen Quelle. Ist ein magischer Orca-Wal. Ich weiß es ja nicht. Es verwundert mich insgesamt, dass da drin anscheinend etwas rumschwimmt. Ich habe nämlich auf einmal dezent die Lust verloren, da reinzugehen. Denn Fische sind so schleimig. Ich mag Fische nicht. Die sind so komisch schleimig. Ich kriege ihn nicht raus. Ich bin insgesamt einfach kein Fan von Fischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt nicht. So, wir verkaufen auch mal wieder ein paar Kräuter. Da habe ich auch schon zum Beispiel 5 Millionen blaue Kräuter verkauft. Aber, ja, was Gutes passiert ist mir auf jeden Fall nicht. Wir gehen zuerst ins Bett, denn wir haben ja immer noch den Ehestreit. Der dafür sorgt, dass ich im kleinen Bett schlafe. Und der dafür sorgt, dass ein Orkan ist. So. Jungs, guten Morgen. Ich hoffe mal, der Orkan gestern hat es nicht zu viel vom Feld vernichtet. Das hasse ich so sehr an diesem Spiel. Dieser scheiß Orkan. Oh, das sieht super aus. Da ist gar nichts passiert. Oh, da habe ich noch mal Glück im Unglück gehabt. Fuck. Naja. Aber trotzdem noch mal ein bisschen... Okay, das tut dir nichts. Okay. Okay, ich habe schon jetzt Angst gehabt, dass es meine... Das ist interessant. Nur leider kann ich die halt in der Mine wahrscheinlich wieder nicht aufladen. Und das ist dann sehr, sehr schade. Weil dadurch wäre es halt wesentlich einfacher in der Mine mal wieder voranzukommen. Das wäre super. Aber das können wir gleich mal ausprobieren. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren, aber ich glaube, das kann ich in der Mine wahrscheinlich nicht benutzen. Alter, stell dir das mal vor, ich könnte das in der Mine benutzen. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Wir müssen übrigens daran denken, dass am 15. Van da ist und uns Haustiere verkauft. Ich will mir ein Haustier kaufen. Und ich hoffe, er hat was Cooles. Mina hat mir gesagt, was er hat, aber ich habe schon wieder vergessen. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Es wäre auch zu stark gewesen. Gebe ich zu. Es wäre auch zu stark gewesen. So, wo ist denn meine da? Du machst erst um 11 auf, oder? Der Pisser macht erst um 11 auf. Der will nichts verkaufen. Gleichzeitig
Hast du überhaupt noch irgendwas für mich? Naja, ich könnte jetzt mal meine Böden machen und so, ne? Das könnte ich durchaus mal machen. Und dann meine Fenster muss ich ja noch machen. Auch ganz, ganz wichtig. Habe ich schon mal gesagt, ich mag Fensterläden nicht. Dementsprechend soll es mir nur recht sein, wenn die weg sind. So. Ich wäre übrigens wesentlich glücklicher, wenn man in dem Spiel, in dem Remake hier, den Hurricane einfach weggelassen hätte. Es hätte das Spiel angenehmer gemacht. Wesentlich angenehmer. Denn dieser Hurricane nervt einfach nur. Er erschwert nichts, er nervt einfach nur. Und zwar wirklich brutal. So. Bei Saibara kann ich, glaube ich, auch erstmal nichts in Auftrag geben, weil mir fehlt das Erz. Um meine göttlichen Waffen zu verbessern. Dafür fehlt mir noch leider das Erz. So, schafft ihr den Rest, Jungs? Oder soll ich euch... Ich helfe euch noch ein bisschen. Was soll der Geiz? Ich helfe euch noch ein bisschen. Aber vorher, ganz wichtig. Ganz wichtig, bevor ich das wieder vergesse. Ich will mich ja mit Juan anfreunden. Mit Juan Diaz. Wer Juan Diaz nicht kennt, ach kommt schon Leute. Als ob es Leute geben würde, die Juan Diaz nicht kennen. Was soll denn das? Was? Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen, stimmt. Ich bin ja froh, dass deiner Mutter mein Essen geschmeckt hat, Popuri. Ich auch. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und dein Versprechen gehalten hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Kein Ding. Hoffen wir, dass es deine Mutter etwas aufmuntert. Ja. Ich bin allerdings froh, dass Rick nicht zu Hause war, als du gekommen bist. Wenn er dich hier gesehen hätte, wäre er sicher ziemlich beleidigt gewesen. Gut möglich. Popuri, da bist du ja! Ja, was machst du ausgerechnet hier? Ja, Kai, tu mir bitte den Gefallen und hör damit auf, meine Schwester durch die halbe Stadt zu schleppen. Siehst du meinen Finger? Denn ist der Finger oben, dann wird man dich loben. Und deswegen bin ich besser als du. Außerdem trage ich eine Brille und das sagt außerdem auch, dass ich besser bin als du. Also halt dich von meiner Schwester fern. Sei nicht so unhöflich. Ich habe nur mit ihm geredet. Ist das etwa plötzlich verboten? Ja, das ist verboten, das sag ich jetzt. Und überhaupt, ja. Du solltest überhaupt eigentlich im Laden sein, um mir zu helfen. Gehen wir. Außerdem, wer hat dir erlaubt zu reden? Du redest nur dann, wenn ich das sage. Wenn der Laden so wichtig ist, kannst du dich ja allein um ihn kümmern. Was? Ja, Popuri, wie kannst du sowas noch sagen? Gleich gibt's aufs Maul. Ist alles deine Schuld, Kai. Ja, du holst erst meiner Schwester Flausen in den Kopf. Hör auf damit. Sag nicht so gemeine Sachen über Kai. Du kopierst gar nichts, Rick. Du wälzt dich wie ein Vollidiot. Das tut er. Ja, aber... aber... Schwester, warum kannst du nicht? Popuri, du solltest lieber gehen. Deine Mutter macht sich sonst noch Sorgen, weißt du? Hä? Oh. Aber ich... Okay. Du hast wohl recht, Kai. Ja, gehen wir, Popuri. Kai, halt dich von meiner Schwester fern. Das tut mir alles schrecklich leid, Kai. Wir sehen uns später, okay? Klar. Komm gut nach Hause, ja? Alter, ich hasse Rick so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Es ist so ein blödes Arschloch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die Rick mögen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist für mich... Für mich ist das... Vollkommen unverständlich. Das ist so ein blödes Arschloch. Jo, geh da mal weg. Na, guten Tag. Ruhst du dich auch kurz aus?
Na, die Tiere fühlen sich ein bisschen wohl. Ich lasse dich übrigens nicht an das schwarze Brett. Nein. Ich lasse dich hier nicht hin. Er ist mit seinem großen Hut im Weg. Ich komme nicht ran. Aber gegen den großen Hut kann ich nichts machen. Er ist zu groß. Und zu mächtig. Es ist die Macht des Huts. Schatzi! Ich hab was vergessen, Schatzi. Ich komm gleich nach, ne? Ich komm gleich nach, ja, was vergessen. Ich muss dir noch was holen. Hier. Grüß Gott. Ich begrüße Sie. Du verkaufst nicht zufälligerweise irgendeinen Müll. Ja, Schokolade. Die will ich haben. Ah, gib mal 5 her. Ja, Gudi. Kann ich meiner Frau eigentlich wieder so eine konservierte Blume schenken? Ich will jetzt einfach eine haben, weil die cool sind. Ich habe keine Ahnung, ob ich dir einfach nochmal so eine schenken kann, weißt? Warum denn nicht? Oh nein, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Anna angesprochen. Dupdido, ich gehe spazieren mit meinem Superhut. Dupdido, oh, mein Hut ist so toll. Ich versuche in mein Haus zu gehen, mein Hut passt gerade noch rein, deswegen ist meine Tür so groß. Ich habe das extra mitbedacht, wo ich mein Haus gebaut habe. Extra eine große Tür, damit mein Hut mit reinpasst. Dupdido, ich bin der Bürgermeister von Huthausen. Jo, sag, was geht ab? Oh, die Olala, Jungs! Schönen Abend! Aber ihr habt ja... Jungs, ihr habt Berge... Okay. Sie haben alles geschafft jetzt noch. Ich meine, ja, ich habe wieder viel nachgeholfen, gebe ich zu, aber... Danke, Jungs! Danke! Das sind halt meine Jungs. Auf die kann ich mich halt verlassen. Übrigens, hier, wir verkaufen wieder ein blaues Gras, von dem wir schon 8 Trillionen verkauft haben. Und es wird was Gutes passieren. Es ist bis jetzt nichts passiert. Es wird auch nichts passieren. Da wird nichts mehr. Da kann mir keiner erzählen. Da wird nichts mehr passieren. Da passiert gar nichts. Da kannst du viele verkaufen, wie du willst. Da passiert gar nichts. So. Oh, Gott ist fertig. Ja, wunderbar. Hi. Letzte Zeit so hungrig. Schatz, wir haben letzte Zeit so Eheprobleme. Deswegen habe ich hier so eine Schokolade für dich. Ich habe Senf für dich drauf. Diesen Running Gag werde ich nicht mehr los. Die Schokolade mit Senf. Olle. Ich meine, ich schenke meiner Frau immer Schokolade mit Senf. Ich könnte ihr auch Essiggurken mit Senf geben. Nur der Unterschied ist, dass das lecker ist. Und bevor jetzt irgendjemand was sagt, kommt schon, Essiggurken sind der heiße Scheiß. Essiggurken dazu Senf, das ist... Oh mein Gott, das ist sowas Geiles. Jetzt kommen sie alle her... Was ist auf dem Burger drauf? Auf dem Cheeseburger. Es ist eine Essiggurke und es ist Senf drauf. Fantastisch. Hat schon einen Grund, warum das da drauf ist. Weil es geil schmeckt. So, ich muss Gott heute auf jeden Fall... Will ich mal zu Gott? Weil... Ich hab schon noch Arbeit für den. Ich hab schon noch Arbeit für den. Aber ich muss natürlich schauen. Ich muss aufpassen vom Geld her. Weil ich gerade nicht weiß, wie viel die Haustiere gekostet haben. Ich habe schon wieder vergessen. Und da ich schon wieder vergessen habe, wie viel die Haustiere gekostet haben, darf ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Schließlich ist er bald der 15. Moment mal. Es ist jetzt der 12. Am Montag ist der 13. Das bedeutet, am Mittwoch ist der 15. Wo ist der dann? Ist er dann brav auf seinem Feld oder ist er dann...
Oh, ich weiß es nicht. Oh, es fällt wieder so viel auf einen Tag. Jungs, wie lange seid ihr noch da? Ja, ist ja geil. 4 Tage. Ihr seid schon noch da. Meine Jungs lassen mich nicht im Stich. Meine Jungs lassen mich halt nicht im Stich. So, okay, wir können mittlerweile zu Gods. Ich muss mal schauen, wie viel das alles kostet, aber ich glaube, die Haustiere haben 50.000 gekostet, kann das sein? Ich glaube, es waren 50.000. So, schauen wir einfach mal. Es kommt ja jetzt dann natürlich auch drauf an, wie viel das kostet, was ich jetzt bei Gods alles machen will. Ich würde zum Beispiel gerne mal noch ein paar Bäume irgendwie hinbauen. Wenn das geht. Oh. Die kosten mehr. Oh, 25.000. Ach du Scheiße, da muss ich noch ein bisschen länger mit den ekelhaften Fensterläden leben. Schade. Oder will ich runde Fenster? Nee. Da kann ich mir noch überlegen. Die kosten schon 1.000, die Tapeten. Aber da bin ich mit der blauen Tapete ehrlich gesagt sehr zufrieden. Da, der gefällt mir eigentlich besser. Nee, so einen Fliesenboden will ich nicht. Der sieht nicht toll aus. Aber der sieht gut aus. Den will ich haben. So, danke Gott. Ah, macht mir Gott mal einen neuen Boden rein. Sehr schön. So, hallo liebe Erntegöttin. Ich hab da wieder was für dich. Es freut dich, gell? Ja. Ja, sowas freut dich, hä? Sowas freut dich. Ich muss auch gleich wieder zu Juan und ihm was schenken. Dann freut der sich auch und irgendwann will er mir vielleicht auch mal was verkaufen. Im Übrigen habe ich mir was anderes hier noch. Ich habe hier noch ein bisschen was übrig. Das kann ich hier währenddessen so ein bisschen snacken. Ich mag sowas nämlich sehr, sehr gerne. Es ist, ist wahrscheinlich meine liebste Frucht. Eine Pomelo. Ich liebe Pomelos. Oh, lecker. Ich muss aber auch sagen, ich bin insgesamt ein unfassbar großer Fan von Zitrusfrüchten. Also, mir fällt auf Anhieb keine einzige Zitrusfrucht ein, die ich nicht mag. Und ich glaube, es gibt auch gar keine. Ich glaube, es gibt keine Zitrusfrucht, die ich nicht mag. Also, ich meine damit, die ich nicht liebe. Sagen wir es mal lieber so. Weil ich liebe eigentlich jede Zitrusfrucht. Seid ihr schon fertig, Jungs? Es scheint so. Jungs, danke. Es ist 16 Uhr und ihr seid schon fertig. Ja, Weltklasse. Jungs? Ihr seid super. Was würde ich denn ohne meine Jungs machen? Ich kann mal meinen, So, wir nehmen jetzt mal den ganzen Honig mal mit. Und den verkaufen wir mal. Können wir mal eine andere Musik laufen lassen? Was ist denn das für eine Musik? Die lassen wir jetzt mal laufen. Ich kenne die Musik nicht. Sie ist sehr leise. Warum ist die Musik so leise? Aber die gefällt mir irgendwie. Warum passiert hier nichts? Ich hol die jetzt wieder raus. Es macht keinen Sinn.
So. Was ich mal nachschauen wollte. Nee. Okay, da kann man tatsächlich dann nicht angeln. Guti. So, hier kann man nichts mehr machen. Dann würde ich mal sagen, die Musik ist mir zu leise. Die ist mir viel zu leise. Da, die Musik ist doch viel laut. Warum ist die Musik von dem Player so leise? Das ist scheiße. Das ist blöd, dass die so leise ist. Wenn du das letzte Zeit hungrig, da hast du wieder eine Tafel Schokolade. Du musst ja mal was essen. Oh, wir haben einen Brief. Du hast Trophäe verdient, weil du alle Gebäude auf der Farm mindestens einmal renoviert hast. Gott, Ernte finanziert. Als ob. Dem seine Ernte habe ich nur lang... Seine Ernte vor allem. Dem seine Rente habe ich nur lang nicht finanziert. Ja, wobei. Wobei, so viel Geld, wie ich mittlerweile für den ausgegeben habe. Ich habe auch das Holz und so gekauft. Mit und so meine ich Steine. Was ich noch probieren wollte. Jetzt warte mal. Schatzi. Guck mal. Oh, wie schön. Alle Blumen von Mutter Natur sind einzigartig und schön. Okay. Sie freut sich, wenn ich ihr das zeige. Ist ja auch was. Dann muss ich ihr das einfach ab und zu mal zeigen. Um mir was Gutes zu tun. Da freut sie sich. Da freut sie sich, wenn ich ihr das zeige. Ich glaube, ich bin gestern nicht zu Juan. Kann es sein? Zu Juan Diaz. Warum hast du es nicht weiter aufgeladen? Du sollst weiter aufladen. Ich befehle es dir. Immer schön ganz aufladen. Sonst können wir unsere Ernte wichtig nicht unterstützen. Die müssen wir, können wir nur so unterstützen. So. Immer schön. Ich gieße es einfach hier. Ist ja komplett egal, wo ich gieße. Hauptsächlich ich unterstütze meine Erntewichtel. So, schau dir das mal an. Das sieht doch jetzt schon super aus. Das sieht doch jetzt schon wirklich grandios aus. So. Ja, wunderbar. So. Okay, ich will dann mal ganz schnell zu... Komm mal mit. Ich will mir jetzt endlich mal einen Bodygizer holen, denn ich denke mal, da könnte ich definitiv... Geh doch nach Hause, ich hasse Rick so sehr. Aus Gründen, die ihr kennt. Eigentlich nur wegen den Herz-Events. Wegen den Herz-Events mit Popori. Weil er da so ein blödes Arschloch ist. So. Da. 5 Stück. Alter, Superkoffein ist zwar ganz schön teuer. Es ist halt ganz schön teuer. So, dann einmal hier kurz. Und wenn wir hier auch mal ganz kurz was verkaufen. Ich möchte dir besser gesagt, verkaufen kann ich ja noch nicht. Aber ich kann dir auf jeden Fall einen schönen Honig schenken. Wann kann ich was bei dir verkaufen? Oder ist das eine Fehlinformation, die ich bekommen habe? Das kann nicht sein. Es kann keine Fehlinformation sein. Das geht nicht. Warum das nicht geht? Weil Mina mir das gesagt hat. Das kann keine Fehlinformation sein. Wenn Mina mir sagt, das ist so, dann ist das so.
Also ist dann, das kann dann keine Fehlinformation sein. Mina würde mir niemals eine Fehlinformation geben. So, erstmal hier schön gießen. Oh, schau mal da aber nochmal. Da haben sie aber noch einiges zu tun hier. Aqua, Blaubeere könnt woanders gießen. Ich helfe euch hier mal kurz. So, dann kriegt die Erntegötte mal wieder was. So, ja, habe ich gern gemacht. Super, ne? Super. Kriegst lauter tolle Sachen von mir und du tust gar nichts für mich. Sie tut irgendwie gar nichts für mich. Aber ich hab ihr... Ich schenke ihr tolle Sachen. Jeden Tag eine Blume. Ist das der Grund, warum ich den Ehestreit hab? Oh, ich glaube, das ist der Grund, warum ich den Ehestreit hab. Weil ich der Erntegöttin jeden Tag Blumen schenke. Das ist definitiv ein Grund. Weil ich meine, meine Frau selber kriegt irgendwie immer weniger. Erntegöttin hingegen jeden Tag. So, das reicht doch schon an Energie. Das Problem ist, ich brauche ja nicht mal, ich brauche kein Holz mehr oder so. Heißt, ich müsste jetzt hier nicht mal Holz hacken. Ich muss keinen Stein hacken oder sowas. Vor allem Stein hacken. Ich muss keine Steine zerschlagen. Ich muss eigentlich gar nichts mehr tun. Weil ich halt wirklich effektiv alles getan habe. Im Endeffekt bestehen meine Tage jetzt halt hauptsächlich daraus, kurz zu gießen. Und im Endeffekt kann ich dann schon wieder ins Bett gehen. Es geht jetzt hauptsächlich darum... Oh ja, der Boden gefällt mir. Oh ja, der gefällt mir. Der Boden gefällt mir. Der gefällt mir schon besser als der vorherige. Da habe ich erstmal eine schöne... schöne Schokolade für dich. So, guten Morgen, Jungs. Denke mal, so lange wird es gar nicht mehr dauern, bis die Ananas fertig ist. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, es war schon relativ weit, die Ananas. Die ist schon relativ weit. Also lang dauert es nimmer. Ich könnte da mal aufräumen. Das Gras mal wegmachen und das Holz mal wegmachen. Damit es auf meinem Hof mal wieder sauber aussieht. Es gefällt mir auch nicht, aber das macht keinen Sinn, dass ich da jetzt halt irgendwie... Ja, dann das hinbau. Macht keinen Sinn. So. Wunderbar. Ganz kurz meine Gießkanne nachladen. Und auch ganz wichtig. Bleib da, Epona. So. Auch ganz wichtig. Mal wieder gebürstet werden. Freut sich Epona doch auch. So, wunderbar. Und morgen gibt es dann auch schon die Haustiere. Das ist sehr geil. Darauf freue ich mich jetzt. Heißt, da wird dann ordentlich Geld ausgegeben. Nicht zu knapp. Da wird ordentlich Geld ausgegeben. Ich freue mich aber drauf. Ich bin gespannt, was es da für Haustiere gibt. Ich hoffe mal sehr stark, dass es keine Hunde sind.
Ich will keinen Hund. Ich würde am liebsten eine Katze haben, aber die gibt's im Frühling. Das haben wir ja schon rausgefunden. Es können im Endeffekt zwei Tiere sein. Ich weiß nur, es können zwei Tiere sein. Es ist so. Ich weiß nicht mehr, wer im Sommer ist und wer im Herbst ist. Aber es ist so. Im Frühling kannst du Katzen kaufen. Im Winter kannst du Wasserschweine kaufen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und dann gab es noch Hunde und Pinguine. Man konnte Pinguine als Haustiere kaufen. Ich weiß jetzt aber nicht, wann die Hunde und wann die Pinguine. Ich hoffe mal... Oh, das wäre so geil, wenn die Pinguine im Sommer kaufen könnte. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die Pinguine im Sommer kaufen zu können. Die wird es wahrscheinlich dann im Herbst geben. Es wäre schlecht. Weil ich will mir jetzt endlich ein Haustier kaufen. Das brauchen wir. Wir brauchen jetzt mal ein Haustier. Es wird allerhöchste Zeit. So, und ich brauchte... Ich muss jetzt mal die Frisbee kaufen. Und ich muss auch mal den Ball kaufen. Weil... Ich will ja auch mit meinem Haustier spielen. Ich will ja auch mit meinem Haustier spielen können. Dafür brauche ich das daneben. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz. Ich will jetzt endlich mal... Ich brauche jetzt mal wieder ein paar Bodychaser. Ach, ich habe welche. Ich habe schon 5 Bodychaser gekauft. Sehr gut. Sehr gut. Gibt's ja noch irgendwie Kräuter oder sowas? Nein? Schade. Ich will mal ganz kurz noch die Zeit, haben wir noch. So. Okay, was hast du denn noch für mich? Ja klar, die kann ich verbessern. Da, mythische Angel, dafür brauche ich aber... Das mythische Erz. Das habe ich nicht. Aber da kann ich ja mal hier... hier wird er angezeigt. Gut, das wird halt jetzt nur das angezeigt. Das ist ein Feld, zwei Feld, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 auf 9 gießt man damit. Oh, das ist geil. Das ist geil. Oh, mit der Hack, mit der mythischen Hacke auch. Und der Sichel ebenfalls. Oh, das ist geil. Okay, das ist natürlich sehr, sehr geil. So, das mag ja meine Holde nicht so. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich gar keine Aufträge mehr. Vorerst. Für Saibara. Weil ich schließlich... Ich brauche das Erz. Das werde ich mir jetzt, glaube ich, demnächst mal holen. Ich werde mir demnächst mal wirklich das Erz holen, weil... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich könnte es gebrauchen. Ich wollte jetzt gerade meinen Ball ablegen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh, ich habe nur so wenig Holz? Wirklich? Ich habe ja alles jetzt für die Scheune und so ausgegeben. Stimmt, ja. Für Silo. Oh, stimmt, ja. Dann brauche ich ja wieder Holz. Dann brauchen wir ja Holz. Ein bisschen Holz hacken hier. Steine brauchen wir dann auch. So, wunderbar. Hier gibt's sonst nichts.
Geld ist auf jeden Fall genug da. Morgen ist Van da. Das heißt, es ist, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir haben auf jeden Fall genug Geld für morgen. Da kann mir keiner erzählen, dass so ein scheiß Haus hier mehr kostet als 76.000. Oder? Oder? Ich hoffe jetzt mal nicht. So, was wichtig ist. Wir brauchen für morgen volle Energie. Und zwar wirklich komplett volle Energie. Denn ich werde morgen zu Van gehen. Dann Haustier eben kaufen. Und dann will ich in die Mine gehen. Oh, weil es wird mir jetzt zu blöd. Ich hole mir jetzt langsam mal das mythische Erz. Ich will es. Ich will das mythische Erz. Vor allem, man muss jetzt auch bedenken, du, wir kommen dem Zeitpunkt näher, wo wir die Ananas ernten können. Das heißt, wir sind dann reich. Mehr als nur reich. Wir können uns dann alles auf dieser Welt kaufen. Bis auf eins. Ihr wisst, was wir nicht kaufen können, weil es zu wertvoll ist. Der Hut des Bürgermeisters. Wir können ihn immer noch nicht kaufen, er ist noch zu teuer. Wir haben ihn nicht verdient. Wir müssen uns den Hut verdienen. Den haben wir bis jetzt nicht verdient. Könnte man bitte einer irgendwie ein Foto, mit Photoshop mir hier so einen riesen fetten Bürgermeisterhut aufsetzen? Wäre das bitte mal möglich? Danke. Ich will einen Bürgermeisterhut, komm schon. Ich will den fetten Hut. Ja, wobei, noch habe ich ihn nicht verdient. Noch habe ich ihn nicht verdient. Ich werde ihn mir noch verdienen. Aber noch habe ich ihn, glaube ich, nicht verdient. Ich habe auch noch nicht das Geld. Den kriegt man nicht nur durch Geld. Noch habe ich ihn nicht verdient. Aber eines Tages, meine Freunde, eines Tages habe ich ihn verdient. Fuck. Heute ist der letzte Tag, wo meine Viecher... Oh. Heute ist der letzte Tag, wo die Entewichtel da waren. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir haben mehr zu tun, als ich dachte. Aber kein Problem. Oh, die sind heute noch da. Sehr schön. Ich hab gemeint, dass sie... Gestern stand doch auch... Ich bin noch nicht nach Mitternacht ins Bett. Hä? Ja, okay, guten Morgen, Jungs. Ich freue mich, dass ihr da seid. In dem Punkt sogar sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. So, ich unterstütze euch jetzt mal ganz kurz. Mit dem Gießen. Ab wann ist Van da? Ich glaube, ab 12 ist der erst auf dem Marktplatz. Das heißt, es dauert noch ein kleines bisschen. Weißt du, bevor ich das jetzt die ganze Zeit vergesse. So. Sonst vergesse ich das die ganze Zeit. Das macht mich fertig, wie es hier aussieht. Das macht mich fertig. Es kann so nicht weitergehen. So. Müssen die Uhr im Kopf behalten. Im Auge behalten. Und dann wird eingekauft. Hoffe ich. Hoffe ich. Und dann werden wir ganz kurz mit unserem Tier spielen. Und dann, wie gesagt, mache ich mich auf dem Weg in die Mine. Und werde dort mal versuchen, ein paar mythische Erze abzubauen. Es wird ja gar nicht lange dauern. Weil ich ja eigentlich auch runter bis auf Ebene 100 müsste. Weil dort ist eine Powerbeere. Und die hätte ich eigentlich auch gerne. Und ich habe keine Ahnung, wie lange es noch dauert, bis ich von der Erntegöttin diesen Aufzug da bekomme, von dem ich, glaube ich, mal erzählt habe. Wenn ich nichts erzählt habe davon, dann ich meine keinen Aufzug. Es gibt keinen Aufzug. Welcher Aufzug?
Hört auf zu lügen! Was für Aufzüge! Ich weiß nicht, welcher Idiot das in die Welt gerufen hat. Aufzüge sind eine Erfindung keine Ahnung, von der Feindpropaganda. Hat Donald Trump schon immer gesagt. Aufzüge sind Fake News. Was aber keine Fake News ist die Tatsache, dass wir uns ein Haustier kaufen werden. Und zwar genau jetzt. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Hallo, Van. Was? Oh, yes. Ah, er verkauft Pinguine. Die kosten sogar nur 30.000. Oh, yes. Ich kaufe mir 10 Leckerlis. Will ich den normalen oder den... Ich glaube, ich will den dunkelblauen. Ja, ich will den dunkelblauen. Oh, ich kann... Pingu. Wir nennen natürlich Pingu. Wie sollen wir denn sonst nennen? Wer jetzt daherkommt und sagt, dass das ein langweiliger Name ist, dann hast du keine Kindheit gehabt. Als ob ihr nicht mehr Pingu kennt. Kommt schon. Der Pinguin. Ich kann keinen mehr kaufen, oder? Ja, dürfte ich bitte wieder zu kommen, wenn du dich etwas mehr an dein Haustier gewöhnt hast? Weil ich glaube nicht, dass du dich um dein Haustier kümmern kannst. Ich bin Van. Haha. Ich muss noch kurz zu Juan. Juan, na, ja, mit dem ich bin ich verwandt. Ja, das haben wir bei dir schon gedacht. Hi. Ich hab was für dich. Hier. Ja, danke. Hab ich gern gemacht. Danke. Ich kann immer noch nichts kaufen bei dir. Verkaufen bei dir. Ist okay. So, dann jetzt mal schnell nach Hause. Haben wir eine Haustierhütte? Wird es eine Haustierhütte geben? Für einen Pinguin? Oder wohnt der bei uns zu Hause? Gleich mal zu Gott. Gleich mal zu Gott. Nö. Nö, okay. Es gibt keine Haustierhütte. Warum auch immer. So, wo ist denn mein... Da ist er doch! Oh mein Gott, schau ihn, wie klein er ist! Oh mein Gott, wie er piepst! Hier! Du rennst in die falsche Richtung! Ich hab was für dich, hier. Warte mal. Hier. Es gefällt dir. Warte. Hey. Okay. Hol den Ball. Ja. Braver Pinguin. So. Hol den Ball. Yes. Ah, braver Pinguin. Nochmal. Oh yeah, was ein guter Pinguin. Und nochmal! Schaut euch an, wie niedlich er ist! Yes! Kannst du die Frisbee-Scheibe fangen? Nee, das kann man, glaube ich, nur am Strand, wenn ich mich nicht irre. Oh, yes, der Pinguin! Er ist toll. Ich mag ihn. Der Pinguin ist toll. So. Dann legen wir jetzt mal ganz kurz... alles ab, was wir nicht brauchen. So. Jungs, ihr seid mit dem Gießen fertig, oder? Ja, sonst würde ich euch ja noch gießen hören. Danke, Jungs. Ich wünsche euch schon jetzt einen schönen Abend. Denn ich habe jetzt noch viel zu tun. Ich habe meinen Bodycheiser abgelegt. Es ist keine gute Idee. Ich habe meinen Bodycheiser abgelegt. So.
Bodychaser. Da haben wir ihn doch. Ich nehme den hier auch mal mit. Es gefällt mir nicht, dass es halt schon wieder 18 Uhr ist. Das gefällt mir gar nicht. So. Jetzt mal ganz schnell in die heiße Quelle. Und dann gehe ich gleich mal in die Mine und schaue, dass ich dort mal weiterkomme. So weit wie nur irgendwie möglich. Damit ich ein paar mythische Erze habe. Brauche ich die nur für was anderes, oder? Oder nur für die Waffen? Ich denke mal nur für die Waffen. Das Problem ist... Habe ich jetzt einen höheren Ausdauerverbrauch? Weil es ja schon zu spät ist. Ich weiß es nicht. Es ist halt schon echt spät. Und ich habe halt noch lange nicht volle Energie. Jetzt haben wir aber gleich volle Energie. Jawohl. So, die Blumen nehmen wir aber kurz mit, weil die geben wir noch der Erntegöttin. Habe ich gern gemacht und tschüss. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, ich mache hier mal einen Schnitt und ich verbringe hier drin mal viel zu viel Zeit. Bis gleich. Meine Freunde des streng religiösen Tausendfüßler-Glaubens. Ich habe 1. Ich bin auf Ebene 102. Ich habe ein einziges fucking mythisches Erz. Ich habe 2 Juwelen der Göttin, die mir sowas von scheißegal sind. Ich habe eine Powerbeere, die ich akzeptiere. Ich freue mich drüber, aber... Oh, ist das ein Müll mit diesem Erz. Oh mein Gott. Ich hasse es jetzt schon. Ich habe ein einziges Erz. 1. Das heißt, ich kann mir effektiv meine Gießkanne verbessern. Weil ich nur ein einziges Erz habe. Das heißt, wenn ich die anderen Erze holen wollen würde, müsste ich... Hallo Pingu. Müsste ich nochmal in die Mine gehen. Und mich wieder so vorbetteln und hoffen, dass ich den ganzen Scheiß finde. Es ist der Spaß meines Lebens. Es ist der Spaß meines Lebens. Will ich damit sagen. Es ist der Spaß meines Lebens. Hi. Ich weiß, dass du in letzter Zeit so hungrig bist. Ich habe doch sicherlich Schokolade für dich irgendwo. Da, sag ich doch. Warte mal. Hier. Zack. Habe ich Schokolade für dich. Yes. Guti. Okay. Meine Erntewichtel sind heute, glaube ich, gar nicht da. Genau. Ach, heute ist Saibara gar nicht da. Hast dir Trophäe verdient, weil du die 100. Ebene in einer Mine erreicht hast. Ich freue mich über das, über die Trophäe. Ich kann euch gar nicht mit einzelnen Worten beschreiben, wie egal mir diese Trophäe ist. Wie komplett scheißegal mir diese Trophäe ist. Ich kann es mit Worten gar nicht beschreiben. So. Ui. Also das ist Müll. Das ist einfach Müll. Ja, es sind die besten Waffen im Spiel. Ja. Aber komm schon.
Gibt es irgendwo im Spiel, das würde mich jetzt mal interessieren, gibt es irgendwo im Spiel irgendwo einen Hinweis darauf, wo man das Erz bekommt? Denn dieses Erz bekommt, ist ja nicht nur ultra selten. Nein, nein, nein. Es ist nicht nur ultra selten. Ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr ein Erz auf einer Ebene. Eins. Wenn, aber auch nur dann, wenn ihr Glück habt. Besser gesagt, wenn ihr arschlos viel Glück habt. Allerdings das auch nicht auf jeder Ebene. Das erste Erz könnt ihr auf Ebene 60 bekommen. Da habe ich keins bekommen. Ich hatte auch leider in dem Sinne da vergessen zu speichern. Deswegen musste ich bis auf Ebene 102 runter. Weil erst dort kriegt ihr das nächste Erz. Und dort musste ich... Also ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber das waren locker 15 Mal, wo ich neu laden musste. Bis ich das mal bekommen habe. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben ein mythisches Erz und ich muss auch sagen, ich weiß ja nicht mal, ob ich alle mythischen Erze haben will. Denn mir reicht das, das ich jetzt habe. Habe ich alle gebürstet? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, ich glaube, ja, habe ich, okay. Denn ich kann damit meine Gießkanne auf mythisch machen. Und das reicht mir. Das reicht mir. Wenn ich einen Rest bekomme, ist das gut. Dann freue ich mich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das zwingend brauche. Ich mache das so, dass ich ganz normal weiterspiele und wenn ich irgendwann von der Erntegöttin den Aufzug bekommen sollte, für die Mine, kann ich direkt auf Ebene 100 runter. Und dann schaue ich einfach mal, wie das Spiel denn so zu mir ist. Ob ich zum Beispiel auf Ebene 102... Was wollte ich jetzt machen nachher, genau? Ob ich auf Ebene 102 wieder ein mythisches Erz bekommen kann. Oder ob die so von Anfang an geskriptet sind, dass man nur auf einer Ebene wirklich nur effektiv eins bekommen kann. Das weiß ich ja nicht. Aber ich nehme einfach mal an, dass ich dann auf Ebene 102 nach 500-maligem Laden wieder eins bekommen kann. Und wenn das so ist... Da könnte es sein, dass ich die anderen auch noch hole. Dann könnte es sein. Aber auf jeden Fall... Haben wir jetzt mal eins. Und das ist auch gut so. Da muss ich jetzt mal schauen. Das will ich ja natürlich eigentlich so bald wie möglich... verbessern. Aber das kann ich ja jetzt gerade nicht, weil ich ja sowieso das Geld nicht habe. Und dann habe ich halt noch das Problem, ich muss da mal schauen bei Saibara, wie lange dauert das? Wie viele Tage kann ich dann meine Erntewich nicht unterstützen? Das weiß ich ja jetzt nicht. Wenn es jetzt zum Beispiel einen einzigen Tag ist, dann könnte ich es tolerieren und sagen, yo, ist okay. Dann werden jetzt einen Tag lang nicht alle gegossen. Ist okay. Wenn es aber länger dauert, wird's kritisch. Ich könnte auch einfach damit abwarten, bis der Herbst da ist. So, das brauche ich ja alles nicht mehr. Wie viel würde das... Alter, wirklich, das würde nur... Oh, wow, ich sehe es gerade, das würde 20.000 bringen. Wenigstens ist es was wert.
Wenigstens ist es was wert, ein äußerst seltenes Material. Äußerst selten ist gar kein Ausdruck. Äußerst selten ist gar kein Ausdruck. Es ist seltener als äußerst selten. So, kommt mal raus, meine Lieben. Dann lassen wir... Hallo, mein Kleiner. Lassen wir euch auch mal kurz raus. So. Und ich brauche jetzt ganz dringend... Ich muss jetzt ganz dringend in die heißen Quellen. Weil ich... Ich brauche Energie. Ohne die Energie kann ich jetzt brauche ich jetzt gar nicht erst anfangen, weil ich muss ja logischerweise ich muss ja meine Sachen noch gießen und ja, dafür bräuchte ich volle Energie. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall gleich mal zu den Erntewichteln und denen mal Bescheid geben, dass ich sie mal wieder bräuchte. Ist aber schon krass, wenn man mal bedenkt, dass das Upgraden der Waffe auf mythisch 50.000 kostet. Es ist eine Hausnummer. Es ist eine ordentliche Hausnummer, wenn du mal bedenkst, dass es 50.000 sind. Das ist kein Pappenstiel. Muss ich da mal schauen, wie lange das auch noch dauert. Aber das kann ich erst morgen schauen. Weil Saibara heute noch geschlossen hat wegen Donnerstag. Das ist der magische Donnerstag. Heilige Donnerstag. Und es ist sehr gut, dass ich die Powerbearer habe. Das ist schon in dem Sinne schon gut, weil mehr Energie ist halt mehr Energie. So, das sollte jetzt auch mal reichen. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, dass ich jetzt halt nur da mich auflade. Weil ich nämlich auch zu dem Wichteln muss und dann wird es irgendwann zeitlich knapp. Ich muss ja alles dann noch gießen. Und dann wird es zeitlich halt echt knapp. So. Hallo Kata. So, Jungs. Ich brauche euch. Du machst mal... Wie will ich das jetzt machen? Wie will ich das jetzt machen? Will ich jetzt alle zum Gießen machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Sonne und Minze, das waren die, die immer geerntet haben. Ja. Das ist jetzt in dem Sinne echt schwierig. Muss ich sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich mich entscheiden soll. Also auf jeden Fall, du bist ja du bist ja ziemlich gut im Gießen. Dementsprechend darfst du auch gerne gießen. Du solltest dann noch gießen. Um Hilfe bitten und Felder gießen. 7 Tage lang. Okay. Stimmt, genau. Sonne war gut im Ernten, glaube ich, gell? Ja. Ja, komm. Dann ist Sonne ernten. Der darf jetzt ernten.
Eigentlich hätte ich jetzt auch für... Warte mal, ich weiß was Besseres. Eine andere Aufgabe. Du sollst bitte gießen, allerdings nur 3 Tage. Yo. Wer ist noch gut? Minze, okay. Minze, du sollst dann bitte auch gießen. Allerdings ebenfalls nur 3 Tage. Denn 3 Tage dauert das auf jeden Fall noch, wo ich die nicht ernten kann. Die Ananas. Dementsprechend können die 3 Tage lang gießen. Und dann nach den 3 Tagen, dann sollen sie ernten. Okay, gut, dann passt das jetzt. Dann passt das jetzt. Dann bräuchte ich mal... Was geht ab? Ich bräuchte so... Ja, machen wir mal... Ja, 5 Stück kann ich auf jeden Fall gebrauchen. 5 Bodychaser kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Hallo, mein Schatz. Und jetzt heißt für mich effektiv gießen. Gießen, gießen, gießen und noch mehr gießen. Ist halt kritisch, dass ich jetzt ja gerade erst mal anfange. Es ist jetzt 2:30 und ich fange jetzt erst mit dem Gießen an. Ist halt in dem Sinne kritisch, weil ich halt echt eine ganze Menge zu gießen habe. Aber es ging nicht anders. So. Ich habe jetzt genügend Energie dank dem Bodychaser. Soll heißen, an dem soll es jetzt nicht scheitern. Ist, wenn es scheitert, dann nur an der Zeit. Aber das soll es nicht. So, 2, 3, das bedeutet hier. Dann hier wieder. Ich brauche halt... Ich merke schon, ich bin ohne meine Erntewichtel, bin ich halt echt aufgeschmissen. Aber ich werde halt jetzt halt echt eine ganze Menge Geld verdienen. Das wird toll. Das wird toll. So, morgen schaue ich dann, wie gesagt, bei Saibara mal vorbei. Um mal kurz zu checken, wie lange das denn dauern würde. Wenn er meine Gießkanne auf mythisch verbessern würde. So. Sehr schön. Ja, ich komme eigentlich mit dem Gießen relativ gut voran. Doch, 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 ich komme ziemlich gut voran sogar. Jetzt habe ich da das eine Feld nicht gegossen. Ich Trottel. Zack. Kann man noch so gießen. Ja, das schaffe ich ja locker. Das schaffe ich ja locker. Zack, dann hier. So, geht ihr wieder rein? Ihr dürft reingehen, danke. So, hier. Wunderbar. Jetzt kann ich mich auch wieder um das kümmern, was mir besser liegt, als in der Mine sein und dort viel zu viel Zeit verplempern, um ein einziges Erz zu bekommen, nämlich Geld verdienen. Es liegt mir besser.
Zuerst mal einen Bodyscheißer hier reinballern. Den brauchen wir jetzt mal. Sehr gut. Dann mal kurz nachladen. Ja, man muss halt sagen, ich habe ja auch am Anfang sehr viel über die göttlichen Waffen gemeckert. Weil es halt auch schon eine Qual ist, die überhaupt zu bekommen. Aber ich muss halt auch sagen, dass mir die göttliche Gießkanne halt wirklich viel geholfen hat. Dass die halt wirklich, wirklich klasse ist. Ich hoffe mal, dass die mythische Gießkanne, dass die mir da auch so viel hilft. Aber wenn man bedenkt, dass die ein Feld gießt, das 9 auf 9 ist, dann ist das auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. So. Guten Tag. Bis letzte Zeit sehr hungrig, ich weiß. Da haben wir nichts mehr. Warte mal, hier muss ich doch noch... Ja, genau. Da so. Wunderbar. Dich nehme ich noch mit. Dich nehme ich noch mit. Juwel der Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr, was die Juwelen der Göttin machen. Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier noch Blumen. Die will ich natürlich auch mitnehmen. So, bitteschön. Schokolade mit Senfgeschmack. Lecker, lecker, lecker. Schon wieder ein Brief. Streng überwacht. Oh, der kackt schon wieder. Er ist übrigens sehr streng überwacht. Deswegen gewinne ich da jeden Tag. Sehr streng überwacht. So, jetzt können wir hier jetzt auf jeden Fall mal in aller Seelenruhe meine Wichtel unterstützen. Ohne Stress. Denn den Stress haben wir erst, wenn die anderen das fertig sind. Das sind die noch nicht. Das dauert noch ein paar Tage. Es dauert sogar noch einige Tage. Bin mal gespannt, wie gesagt, wie lange das dann dauert. Vor allem, wie ist es dann jetzt? Werde ich dann meine göttlichen Waffen zu mythischen machen? Oder werden meine Mithril-Waffen zu mythischen Waffen? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Warte mal, bis wohin habe ich gegossen? Bis da, das bedeutet hier. Ich meine, eigentlich bräuchte ich die mythische Gießkanne nicht mehr zwingend. Aber es ist geil, wenn ich sie habe, weil... Ihr seht ja, ich komme mit der göttlichen Gießkanne, komme ich sehr gut zurecht. Aber wenn ich eine bessere habe, dann ist es... Es macht es halt für mich so viel angenehmer. So. Okay. Ich glaube, dass meine Jungs das jetzt erstmal komplett, glaube ich, sogar alleine schaffen würden. Den Rest. Aber jetzt schauen wir erstmal nach, wie es denn bei Saibaris aussieht. Wie lange würde der brauchen? Mein Freund. Es wird nicht mal angezeigt, wie viele Tage. Es wird nicht mal angezeigt, wie viele Tage das dauert. Braucht das 5 Jahre? Toll. Wird das jetzt nicht angezeigt, weil ich das Geld nicht habe, oder? Oder darf ich mich insgesamt überraschen lassen? Überraschung.
Ich habe keine Ahnung. Gleichzeitig fällt mir gerade ein, wenn ich eine Gießkanne zu einer mythischen Gießkanne machen lasse, habe ich ja immer noch eine Gießkanne. Und zwar, entweder habe ich dann die göttliche immer noch, oder ich habe die mit Drill. Eine von beiden habe ich immer noch. Das bedeutet, ich kann meine Erntewichtel, obwohl ich eine Gießkanne abgegeben habe zum Verbessern, immer noch unterstützen. Und das ist sehr viel wert für mich. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen halt jetzt so schnell wie nur irgendwie möglich, am besten, so viel Geld wie irgendwie möglich auftreiben. Klar. Hallo, mein Schatz. Ui. Habe ich heute der Erntegöttin schon was geschenkt? Ich glaube nicht. Müssen wir gleich mal nachholen. Gleich mal nachholen und ihr was schenken. Wunderbar. Es bringt übrigens nichts, wenn man ihr pro Tag mehrere Geschenke macht. Das bringt leider gar nichts. So, jetzt können wir mal kurz die Zeit noch ein bisschen nutzen, die wir haben, dass wir wieder ein bisschen Energie dazu bekommen. Und wenn wir dann ein bisschen Energie wieder haben, können wir mal checken, wie weit denn die Erntewichtel gekommen sind. Aber wir werden heute auf jeden Fall keine 8000 machen, leider. Was im Umkehrschluss heißt, wir können morgen nicht die mythische Gießkanne holen. So weit sind wir dann doch noch nicht. Und die nächste Powerberry, die ich mir holen kann, ist dann im Herbst. Beim Pferderennen. Da muss ich dann dran denken, dass ich dann davor speichere und das so oft wiederhole. Bis ich eben gewinne. Damit wir da die Powerbeere bekommen. Und die letzte kriegen wir dann nächstes Jahr im Sommer. Beim Haustierfest. Das bedeutet, bis dahin muss mein Pinguin so krass sein, dass er eben gewinnt. So, dann schauen wir mal, Jungs. Wie weit seid ihr denn? Das ist alles gegossen. Da seid ihr gerade dabei. Dann sind wir fertig. Wir sind fertig. Großartig. So. Da sehe ich nochmal ein Kraut. So, wo ist denn mein... Da. Hallo, Herr Pinguin. Guck mal. Hol ihn! Wo ist der Pinguin? Pinguin! Hallo, Herr Pinguin. Der macht manchmal irgendwie so ein bisschen wie Affe. Ja. Ja, er findet ihn. Es ist ein braver Pinguin. Hier. Yes. Oh, ist so süß. Schaut ihn euch an. Hol ihn. Oh, das hat jetzt nicht gerallt. Schade. Schade. Oh, es regnet sogar. Wo es mir jetzt gerade einfällt. Ich denke, es sollte auch gar nicht mehr allzu lange dauern, bis wir ein Kind haben.
Wobei ich jetzt halt nicht weiß, wie lange es dauert, bis das Kind geboren wird. Aber ich meine, sie ist jetzt schon eine ganze Zeit lang schon schwanger. Ich weiß zwar nicht, wie lange, aber es ist jetzt doch schon eine Zeit. Es ist doch schon eine ordentliche Zeit lang. Na gut, heute haben wir halt in dem Sinne gar nicht mal viel zu tun. Heißt, wir können jetzt mal hier kurz rumhauen. Zack. Die Axt zum Beispiel. Ich sehe effektiv keinen Grund, die Axt zu verbessern. Muss ich sagen. Ich sehe effektiv keinen Grund, die Axt zu verbessern. Es gibt für mich keinen. Die Axt kann nicht besser werden. Wenn ich sie voll auflade, zerstört sie alle Baumstämme im Bildschirm. Egal wo sie sind. Das ist... Wie soll die besser werden? Wie soll die besser werden? Es geht ja gar nicht mehr. Der Hammer, er kann besser werden, ja. Indem er noch mehr Felder vor sich freischlägt. Nur bringen tut dir das gar nichts. Bringen tut dir das gar nichts. Weil du kannst den Hammer ja da, nicht in der Mine aufladen. Und in dem Sinne, du kannst ja mit dem göttlichen Hammer die krassen Felsen kannst ja damit ohne Probleme zerstören. Noch krassere Felsen gibt's nicht mehr. Dementsprechend, ich sehe keinen effektiven Nutzen für mich, den Hammer zu verbessern. Ich sehe keinen Nutzen. Die Hacke, okay. Da sehe ich einen Nutzen, wenn man die verbessert. Sehe ich einen Nutzen drin. Nicht zwingend notwendig, aber ich sehe auf jeden Fall einen Nutzen drin. Dasselbe gilt für die Sichel. Nicht zwingend notwendig, ich sehe aber definitiv einen Vorteil. Wie gesagt, Angel, ja, schwierig jetzt zu sagen. Kommt halt drauf an, was das dann bewirkt. Bessere Fische, gibt es noch bessere Fische als die, wo ich jetzt immer geangelt habe, die 200 bringen? Gibt es da nochmal bessere Fische? Wenn nämlich nicht, dann sehe ich keinen Effekt, dann sehe ich keinen Sinn. Dann sehe ich auch da keinen Sinn, die Angel zu verbessern. Wie gesagt, ich sehe einen Sinn bei der Gießkanne, das definitiv. Auch bei der Hacke und auch irgendwo bei der Sichel. Das sehe ich auf jeden Fall. Bei der Axt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das noch bringen soll. Das würde mich aber mal interessieren. Aber ich habe keine Ahnung, was sie mir bringen soll. Es... Sie kann halt für mich nicht besser werden. Wie viele Herzen hast denn du mittlerweile? Immer noch nur 2, okay. Vielleicht will er mir deswegen immer noch nichts verkaufen. Weil er trotz aller Geschenke für ihn immer noch nur 2 Herzen hat. Hier merkt man übrigens mal wieder, dass der Ausdauerverbrauch, wenn es regnet, höher ist, weil wir sind jetzt nur noch bei diesen orangenen, gelben und nicht mehr beim knallroten. So. Könnte ich mal mein Zeug ablegen. So. Wir kommen übrigens immer näher. Wir kommen dem Tag,
immer näher, an dem die Ananas endlich fertig ist und geerntet werden kann. Wir kommen dem Tag immer und immer näher. Oh, komm schon. Um die paar Münzen. Um die paar Münzen. Na, guten Morgen, Spike. Morgen findet auf dem Rosenplatz das Moofest statt. Ja, ziemlich aufregend, oder? Was hältst du davon, wenn ich eine erwachsene Kuh mitnehme? Ja. Okay, welche willst du anmelden? Wir haben alle gleich viele. Dann melden wir doch einfach mal Chibo an. Chibo, machst du nass. Machst du fertig. Machst sie alle fertig, Chibo. So, das wäre jetzt natürlich geil gewesen, wenn wir jetzt halt genügend Geld hätten. Heute. Die 50.000. Um bei Saibara die Gießkanne in Auftrag zu geben, aber es hat nicht sein sollen. Es hat nicht sein sollen. Vor allem morgen ist halt das Kuhfestival, das bedeutet, da kann ich wieder nichts machen. Das Spiel will nicht, dass ich jetzt die mythische Gießkanne bekomme. Ich merke schon. Ich merke schon, auf was das rausläuft. Das Spiel hat keinen Bock, mir die zu geben. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Halt, da habe ich gesehen. So. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ich als Belohnung bekomme, wenn ich dieses Kuhfestival gewinnen sollte. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Irgendwas wird man bekommen, aber was? Ich weiß es nicht. So, dann wird es hier weitergehen. Wir schauen dann einfach mal noch zu Van. Vielleicht haben wir das Glück, dass er jetzt endlich mal ein drittes Herz bekommt. Vielleicht können wir auch irgendwann mal was bei ihm verkaufen. Dann können wir auch mal so noch Geld machen. Das wäre jetzt sowas von passend. Wenn wir heute, ab heute bei Juan was verkaufen könnten. Das wäre sowas von passend. Aber an sowas glaube ich jetzt nicht, weil... Ja, wir wollen realistisch bleiben. Wir wollen realistisch bleiben. Aber irgendwie fuchsen tut es mich schon. Mir fehlen gerade mal 62 Münzen. 62. Können wir die 62 Münzen nicht einfach anschreiben lassen? Ja, verkaufen kann ich. Nein, okay. Hätte das sein können. Dass wir das Glück jetzt eben haben. Haben wir aber nicht. Die müssten jetzt, glaube ich, noch einen Tag gießen. Genau, einen Tag gießen sie noch. Ich hoffe jetzt mal, wo es mir jetzt gerade so einfällt. Ich hoffe jetzt mal, dass die Ananas morgen nicht fertig ist. Wenn die nämlich morgen fertig ist, dann ist das der... Ist das ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Ein richtig, richtig beschissener Zeitpunkt. Weil dann morgen auch noch das Kuhfest ist und dann kommt irgendwie alles auf einmal und
Es ist nicht gut. So. Dann nochmal ein bisschen helfen. Jetzt können wir mal hier alles wegmachen. War ich heute schon bei der Erntegöttin? Ich vergesse das irgendwie immer wieder. Ob ich schon bei ihr war oder eben nicht. Aber kein Problem, das kann man ja relativ leicht nachschauen. Wenn zum Beispiel jetzt das ganze Zeug da noch liegt, dann weiß ich, dass ich da noch nicht war. Und ich war hier noch nicht. So, wunderbar. Sehr schön. Wo ist meine ultra geile göttliche Axt, die ich wirklich liebe, weil sie absolut fantastisch ist. Und ich einfach nicht sehe, wie die noch besser werden soll. Ich sehe es nicht. Wie? Hat einer von euch die goldene... Mina! Mina, du hast doch die... Du hast doch die mythische Axt, oder? Du siehst doch, was die göttliche Axt kann. Wie soll die mythische Axt da besser sein? Wie soll das gehen? Es geht nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie sie besser werden soll. Sie macht doch jetzt halt schon... Eigentlich... Also wenn ich es jetzt mal so sehe... Dann macht sie das Maximale, was sie irgendwie machen kann. Ich könnte vorher noch mal ein paar Mal ins Bad gehen. Denn wirklich viel Energie habe ich ja nicht mehr. Und ich will mal auf Nummer sicher gehen. Dass ich morgen... relativ viel Energie haben. Die Zeit kann ich jetzt noch nutzen. Ist jetzt gerade mal 8 Uhr abends. Ey, ich habe noch so viel Zeit, um das zu nutzen, also ja. Okay. Da schon wieder bei 155. Jetzt können wir mal ins Bett gehen. Die Eheprobleme werden sich nicht ändern. Ich weiß, dass es einfach prächtig ist. Wir schlafen immer noch im kleinen Bett. Ja, nicht im Ehebett. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir können doch nicht einfach im selben Bett schlafen. Also bitte. Im selben Bett schlafen. Wo gibt's denn sowas? Haus der Leckerli. Bitteschön. Da freust du dich, Pingu. Da freut sich mein Pingu. So, wann ist denn jetzt dieses Kuhfest? Ich glaube, das ist um 10, oder? Kann das sein? Also meistens fangen die halt wenigstens um 10 an. Oh, und die Ananas ist nicht fertig. Oh, das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Das hilft. Das Problem ist, ich befürchte gerade, dass sie morgen fertig ist. Und das ist auch schlecht, weil ich kann auch heute nicht die Erntewichtel rekrutieren. Glaube ich, oder? Kann ich an einem Festival die Erntewichtel rekrutieren? Das müsste ich jetzt mal nachprüfen. Werde ich jetzt auch gleich. So. Ab wann kann ich denn... Ab 9. Na, dann können wir da mal, hingehen. Komm her, Epona. Ich finde es übrigens cool, dass hier jetzt alles mit diesen Kühen geschmückt ist, um einfach auch in der Stadt selber zu zeigen, dass heute dieses Kuhfestival ist. Ich mag so kleine Details. Oh, danke.
Oh, danke. Nutzpflanzen ernten. Und zwar ab morgen 7 Tage. So, und ich denke, weil es kann sehr gut sein, dass die Ananas morgen geerntet werden kann. Es könnte jeden Tag soweit sein. Und deswegen ist es jetzt extrem wichtig, dass die jetzt morgen anfangen zum Ernten. Weil es kann wirklich jeden Tag soweit sein. So. Oh, deine Kuh nimmt also auch teil, hä? Meinst du kannst gewinnen? Natürlich. Na, deine Kuh wird sich gut schlagen. Sie gewinnt sicher. Stimmt es, dass eine Kuh von deiner Farm teilnimmt? Ich werde dich anfeuern. Sie gibt Kaffeemilch. Sie kann nur gewinnen. Deine Kuh sieht echt stark aus. Ich weiß. Super Kuh. Hey, nimm deine Kuh von deiner Farm teil, Spike. Viel Glück. Hoffentlich gewinnst du. Du bist behindert. Deine Meinung zählt nicht. Ich hoffe, du gewinnst. Ich auch. Ja, ich bin so froh, dass mein Hut so toll ist. Ich kann's kaum erwarten, den Kühen meinen super tollen Hut zu zeigen. Hä? Kühe, was? Ich bin gekommen, um sie zu klauen. Siehst du, dass ich ein Gangster bin? Er sieht aus wie so ein Gangster. Die Kuh von deiner Farm sieht fabelhaft aus, Spike. Wo siehst du die? Die ist hier nirgendwo. Ich werde dich anfeuern. Viel Glück. Kümmerst du dich gut um deine Kuh? Wenn sie nicht mit viel Liebe behandelst, kann sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Ich weiß. Ja, können wir jetzt mit der Bewertung beginnen? Ich möchte die Siegerkur bei Küren. Also, aber bevor noch ein Hinweis. Lass unbedingt einen Platz in deiner Tasche für den Fall, dass du gewinnst. Ja, ja. Denn die Tasche nämlich voll ist, da können wir dir keine Trophäe geben. Also, bist du bereit? Ja. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal beginnen. Also, ja, ja, ja. Oh, jo, 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 jo. Ach so ist das, ach so, ja, ja. Ja, also der Sieger. Die Kühe waren alle energiegeladen. Das Mufest war ein riesiger Erfolg. Ja, das ist aber enttäuschend. Ich hab wieder nicht gewonnen, oder? Ich hab wieder nicht gewonnen. G-Bot hat immer noch nicht maximale Herzen. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Kann sehr gut sein. G-Bot hat immer noch nicht maximale Herzen. Aber sie hat auf jeden Fall ihr Bestes gegeben. Und Jungs, schönen Abend. Da habe ich gerade gesehen, dass hier nochmal was nicht gegossen ist. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einiges zum Gießen hier. So, das Problem ist, man sieht es immer wieder, die Erntewichte gießen so komisch. Dann gießen sie da was, da was, da was, dann gießen sie da mal was. Und so ist es natürlich für mich extrem schwer, das jetzt hat noch nachträglich zu gießen. Wenn die so komplett ohne System gießen. Okay, das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Es kann nochmal weg. So, dann müssen wir jetzt hier mal wieder weitermachen. Ach, ich hätte sogar noch eins weitergehen können. So. Gießkanne ist wieder leer. Wo ist denn da? Kann ich wieder was gießen? Ich lade es dann immer komplett auf, einfach für den Fall, dass irgendwo nochmal was ist. So, da habe ich aber gesehen, dass da nur noch das eine Feld ist. Da reicht es also, wenn ich normal gieße. Zack. So. Und dann hier wieder voll aufladen.
Sonst sieht's langsam, aber sicher gut aus. Es sieht jetzt so aus, als ob wir alles... Nee, schau mal, hier ist immer noch nicht alles gegossen. Und meine Gießkanne ist jetzt auch leer. Ja, ja, ja. Du darfst ja gleich ins Bett. Alles gut, du darfst gleich ins Bett. Und da ist es dann auch... relativ egal, ob du verschläfst oder nicht. So. Wichtig ist halt jetzt, dass alles gegossen ist. Sehr gut. Sehr gut. Wobei, so ganz so egal ist es nicht, ob er verschläft oder nicht. Ganz so egal ist das nicht. Es wäre gut, wenn er nicht verschläft. Weil, wenn die Ananas fertig ist, dann wäre es sehr gut, wenn er nicht verschläft, weil dann kann ich da nämlich schon mal was ernten. Und sie ist fertig! Meine Freunde, guten Morgen. Es geht los. Es geht los. Oh Gott, es geht los. So. Es geht los. Dass das Chaos beginnt. Dass das große Chaos beginnt. Heute werden wir so viel Geld machen. Heute werden wir so viel Geld machen. So. Wir müssen jetzt versuchen, so viele Ananas wie möglich heute zu ernten. Und ich werde dann einen kurzen Abstecher zu Saibara machen, um ihm meine Gießkanne zu geben. Dass der die zur mythischen Gießkanne machen kann. Ich hoffe, das dauert nicht zu viele Tage. Aber es würde mir dann wahrscheinlich jetzt gleich anzeigen. Weil jetzt habe ich ja das Geld. Vielleicht hat es mir deswegen nicht angezeigt, weil ich das Geld nicht hatte. So, wir können eigentlich relativ querbeet ernten. Müssen wir auch, weil die ganze Zeit die anderen Erntewichtel noch im Weg sind. Denn intelligentes Ernten und intelligentes Gießen, das ist bei denen definitiv nicht... Es ist bei denen nicht an der Tagesordnung. 550 gibt so eine, nochmal. Dann müsste doch so eine 300 geben. 600 gibt die, geil. Alter. Alleine die kleine Menge, die ich jetzt habe, gibt 36.000. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird toll. Oh, ich freue mich. Vor allem, es sind halt echt viele fertig, ne? Es sind halt echt verdammt viele fertig. Die sind ja alle fertig. So. Dann, ich will jetzt mal ganz kurz zu Saibara. Und dem mal kurz sagen, yo, ich habe Arbeit für dich. Also, Werkzeug verbessern, meine Gießkanne. Es wird immer noch nicht angezeigt, wie... Was soll denn das? Warum ist die rot hinterlegt? Ach so. Ah, okay, klar, ich habe meine Mithrilgießkanne gar nicht dabei. Deswegen. Ah. Das ist aber sehr, sehr gut, weil das heißt wiederum, dass er meine Mithrilgießkanne verbessern wird. Und ich meine göttliche Gießkanne behalten werde. Das ist sehr geil. So. Werkzeug verbessern. Ah, jetzt wird's angezeigt. 3 Tage. 3 Tage, das ist lang. Aber das ist okay. Kaufen.
Mithrilgis-Kanne, mythisches Erz und 50.000. Alter. Das wird jetzt dauern. Das wird jetzt dauern. Er kann sich dafür ruhig Zeit lassen. Hauptsache das Ergebnis ist danach überzeugend. Und ich denke mal, das wird es sein. Ich hoffe es so sehr, dass sich das dann auch gelohnt hat. So, wir brauchen mal ein bisschen Platz im Rucksack. Und das können wir hier gleich mal weitermachen mit dem Ernten. Oh Gott. Gut, dass ich die zwei Erntewichtel fürs Ernten eingestellt habe. Die haben jetzt nämlich auf jeden Fall genug zu tun. Ich helfe denen ja jetzt halt den ganzen Tag, aber... Da kann ich so viel ernten, wie ich will. Alles werde ich dann nie ernten. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Es wäre natürlich geil. Aber das ist vollkommen unmöglich. Aber wir werden auf jeden Fall schön viel Geld machen heute. Ja, 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 alles super. Alles super. Man hat es ja vorher gemerkt, ich habe nur so eine ganz kleine Menge abgegeben. Es war wirklich nicht viel und habe dafür schon fast 40.000 bekommen. So. Okay. Schön weiter. Weiter, weiter, weiter. Gar nicht erst aufhören. So, Zack ist bald da. Das ist natürlich irgendwo blöd. Dass der jetzt dann gleich da ist. Weil ich habe natürlich einen Bruchteil nur geerntet. So, dann kann man mal ganz kurz die ich habe. So, mal kurz weghauen. Ja, und das gibt auch nochmal 45.000. So, wie viel kriege ich denn? Ja, 180. Das ist definitiv legitim. Und das, obwohl ich nur einen Bruchteil von dem geerntet habe, was ich ernten kann. Das ist auf jeden Fall... Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Jungs, schönen Abend. Okay. Ist eigentlich echt traurig, dass die Erntewichtel es jetzt trotz allem nicht geschafft haben, alles zu gießen. Weil die halt dann immer so eine Anlaufschwierigkeit haben, wenn du irgendwas frisch erntest, bis sie dann checken, dass sie da was gießen können in der Regel. Wenn sie gerade bei irgendwas anderem beim Gießen sind, das dauert dann immer ein bisschen. Schade, schade, schade. Aber das ist okay, das ist okay. Daraus besteht es mein ganzer Tag. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als ernten, ernten, ernten. Und ich gebe dann auch noch mal, ich schmeiß dann noch mal Ananas im Wert von wahrscheinlich 50.000 oder 60.000 in die Kiste. Und trotzdem werden wir morgen noch mal genau dasselbe ernten. Ach, das ist toll. So machen wir auf jeden Fall sehr viel Geld. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt da denke, yo, schau mal.
Das ist jetzt sehr viel Geld in Richtung, dass wir mehrere mythische Waffen machen können. Sondern das ist jetzt eher so ein bisschen Geld im Sinne von, du, schau mal, Stadtvilla incoming. Denn die will ich haben. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, die Stadtvilla zu haben. Die will ich haben. Ich will sie haben. Ich habe mich da jetzt übrigens mal informiert. Es gibt insgesamt tatsächlich 3 Villen, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, die man haben kann. Oder nennen wir es einfach 3 zusätzliche Häuser. Nämlich einmal das, diese Stadtvilla. Die kriegt man von Gotts. Kann man bei ihm beauftragen. Für 1 Million. Und jeweils 1000 Holz und 1000 Stein. Dann gibt es da die Bergvilla. Die kriegt man, ich glaube, im 50. Am 50. Hochzeitstag war es, glaube ich, vom Ehepartner geschenkt. Und dann gibt es noch die Villa am Strand. Und die bekommt man geschenkt von der Erntegöttin, wenn man ihr insgesamt 150 Tage lang Geschenke gegeben hat. Also ich bin jetzt gerade eben auf dem Weg zu den 100. Und das sind auch nur noch wenige Tage, bis ich die 100 habe. Und dann habe ich den Aufzug. Für die, die sich jetzt fragen, was wir da jetzt gerade machen, wir ernten so lange, bis wir umfallen, das ist relativ egal. Es wird jetzt geerntet, bis wir umfallen. Und trotzdem werden wir nicht mal alles ernten. So, so viele Ananas habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen. Das ist super. Oh, meine Tasche ist voll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das würde so wahrscheinlich nochmal eine gute Menge sein. Alter! Okay, scheiß auf 60.000, das waren wir einfach mal knapp 110. Ist in Ordnung. Okay. Ach, ich mag es. Ich liebe es, mit den Ananas zu arbeiten. Ich liebe es. Ich meine, da weiß man einfach, was man getan hat. Da weiß man, was man getan hat. Da weiß man definitiv, was man getan hat. Bei der Menge. So, um 6 hört er automatisch auf. Kann er von mir aus dann gerne machen. So. Wichtig war es mir jetzt erstmal, dass wir hier eine ganze Menge ernten. Ja, ich würde mal sagen, da ist jetzt einiges zusammengekommen. Ich habe jetzt hier auch nochmal einiges in der Versandkiste selber liegen, auch nochmal 110. Also, das ist definitiv legitim. Das ist definitiv legitim. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal machen wir hier genau weiter. Wir werden weiterhin unsere Ananas ernten. Ich glaube, die machen ja alle noch mit. Zum Glück. Wir werden weiterhin unsere Ananas ernten, schauen, dass wir das in den Griff kriegen, währenddessen auch schön beim Gießen unterstützen und dementsprechend kriegen wir auch relativ bald dann unsere mythische Gießkanne und das ist natürlich alles in allem ultra geil und da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Aber wie gesagt, das dann alles beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Story of Seasons Friends of Mineral Town für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.